Detector online. Sensors online. Weapons online. All systems nominal. Frosch im Hals. Großartig, guter Start. Moin und hallo Leute, herzlich willkommen bei mir. Oh Gott, ich will hier eigentlich gar nicht hochlaufen, weil da stirbt man immer direkt. Leute, wir sollten hier besser warten. Geht nicht, nein, tut's nicht. Ach, hier tut es trotzdem. Verdammt. Nun ja, ich bin unterwegs im Hellbringer. Ah, das ist der Laserwurm mit Hellbringer, der leider aus Versehen tatsächlich ein Metamech ist. Manchmal passiert es auch mir, dass ich sowas zusammenbaue. Ich fahre in der Regel eigentlich kein Meta, jetzt nicht, weil ich es bewusst vermeide oder so, aber einfach, weil ich es nicht mache. Also ich suche mir keine Metabills raus, um sie nachzubauen. Ist hier, sind wir jetzt in der Scheißbesichtigung. So, noch ein Bein. Ab. War nett, dass er sich dahingestellt hat und darauf wartete, dass ich ihn töte. So, Digga, du solltest dich mit mir nochmal ein Stück weiter zurückziehen. Dem kommt's wohl gerade. Na. Dreckige Kommando, der gleich wieder nagen wird. Looks like we got lots of missiles, so if you got a UAV, toss it. You got a commando running in the middle of you there, lads. Er hat mich schon wieder genagt, der Bastard. Noch ab aufs Bein. Weg da, Digga! Wie kann man sich denn einfach vor seinem Mate stellen mit dem fucking Lightmag? Dem bleibt mir sowieso der Tod, aber wenn der gerade geballert wird, sich einfach mitten da reinzustellen, wo die Leute rumschießen. Ja, die Chance gesehen, ist einen Kill zu stacken, ne? Auf jeden Fall hat dieser leider eben doch vielleicht ein bisschen Meta-Build. Hier ihr Midlaser und zwei Heavy Large Laser. Leute, dürftet ihr eigentlich kennen, glaube ich. Und GCM natürlich. Läuft hier und da mal ein bisschen warm. Deshalb hier, wo ich gerade davon rede, sehr gut, dass ich jetzt einen Override anmache. Oder gut, dass ich drüber rede, dass ich einen Override anmachen kann. Alter, das sind viele Leute, die einfach nur am Ballern und Töten sind, ne? Oh, Mr. Cody Bear. Was haben wir hier denn sonst noch so? Ich würde gerne über die Ecke gucken und auf ihn was schießen. Der ist aber mit Supernova. Ne, die hat ja kaum mehr Firepower als ich. Mehr Panzerung, okay, aber die Feuerkraft, der ist wohl zu wünschen übrig, ne? Und viele Leute. Okay, läuft eigentlich ganz geil gerade, glaube ich. Hier, ihr kriegt den Strike. Oh, fuck. Da habe ich auch so einen harten Alpha in CT bekommen. Wahrscheinlich der Victor. Jetzt muss ich mich zurückziehen und Second Line machen. Geht's hier im kaputt oder gecountert? Gecountert, okay. Es ist noch nicht kaputt. Da war ich müde zu spät. Den hätte ich ja wohl gerne getötet, als Rache dafür, was mir mein... Oder war das einer der andere? Der Exe sieht auch gar nicht mal so lahm aus. Oh, Schmecker, doppel LWX 10. Vielleicht war es einfach Teamwork, so wie meine Leute gerade die Feuerlinie hier oben hatten. Und die Gegner einfach instant weggeholt zu haben. Junge. Jetzt nicht rückwärts laufen, Leute. Pushe. Oh, come on. Nice. Wow. Das war ein Stomp, aber es war trotzdem auch ein wildes Gefecht. Es war die ganze Zeit eigentlich permanent Feindkontakt. Lief halt für den Gegner schlechter als für uns, aber es war durchgehend schon aufregend. 28 Team Damage. War das alles in dem Javelin? Nee, oder? Weil die sich denken, warum hat er das einen hochgeladen Storm? Weil es grundlegend für mich ein Match war, wo es gefühlt einen guten Entertainment-Faktor hatte. Deswegen. Dauerte gerade mal 3 Minuten 43 Sekunden. Aber das ist schon krass. Vor allem, wir hatten schon ein paar gute Spieler im Gegnerteam. Den einen oder anderen habe ich davor gespottet, aber scheinbar waren in meinem Team auch viele gute Spieler, deren Namen ich nicht kenne oder schon wieder vergessen habe. Das passiert mir auch oft, dass ich Spielernamen leider vergesse, nicht mehr einordnen kann oder so. So läuft es dann halt manchmal. So sieht der kleine Schätzchen aus. Man ist offensichtlich, wo welche Waffe drin steckt.
Da, da haben wir es. Da steckt das ICM. Hier die 3-4 Medlaser, die beiden Large-Laser, den Rest vollstopfen einfach mit Heatsinks. Und bei den Skills natürlich Laser Duration, hier möglichst viel auch Heat Generation und Cooldown mitnehmen, weil es geil ist. Und Operations ist in diesem Fall auch wieder Gold wert, ne? Mehr Hitze aufbauen können, schneller abbauen, etc. pp. Hier ist Survival ein bisschen gepusht. Ich glaube, das nehme ich raus. Und noch ein Armor hat er nicht rein. Oder vielleicht auch nicht. Ist einer der wenigen Max, wo ich kein Mobility gespielt habe. Denn wir vergleichen einfach mal eben jetzt 180 km/h für einen Laser Vomit in dieser Bauart. Ist halt schon ziemlich geil. Ich, ob ich. Nein, 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 ich belasse es so. Ich bin immer wieder so ein bisschen so. Mache ich das jetzt oder mache ich das nicht? Wobei, ich könnte es effizienter machen. Ich könnte das rausnehmen und hier und da die beiden Nodes setzen. Und könnte dafür dann bei. Ja, Operations ist alles nice. Firepower. Ich könnte bei Firepower noch einen Cooldown nehmen. Da werde ich wohl nochmal drüber nachdenken. Leute, besten Dank fürs Zugucken. Ich wünsche euch einen Traum auf den Tag. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Adieu.